Fahren gar nicht alle nach Hause, weil das doch unterschiedliche Distanzen sind. Aber die Spielerinnen gehen alle jetzt noch mal irgendwo hin, wo sie jemanden treffen, der ihnen gut tut. Das heißt nicht, dass wir ihnen nicht gut tun, aber wir finden das wichtig. Wenn du so viel Zeit miteinander verbringst, dann kannst du noch mal nach Hause gehen. Und wir steuern das Training ja auch so. Also heute ist noch mal eine hohe Belastung, sodass morgen wirklich nur Regeneration ist. Und dann ist auch der zweite Tag frei, sodass sie den auch mit ihren Familien, Freunden, Partner, Partnerinnen verbringen können. Das ist total wichtig. Einfach nochmal Kopf frei kriegen. Wir sind so viel im Jahr in der Welt unterwegs, dass es uns immer wieder auch gut tut, Zeit zu Hause zu verbringen. Ja, mein Fazit fällt positiv aus. Wir haben hier die besten Bedingungen, das wussten wir vorher, weil wir es ja schon vom letzten Jahr kennen. Wir haben, glaube ich, die Spielerinnen jetzt gut herangeführt. Sie haben ganz viel sich zu erzählen, aber sie verbringen auch sehr viel Zeit miteinander, sei es bei diversen Kartenspielen, Dartspielen, Paddeltennis, also alles, was ja hier angeboten wird. Aber man merkt auch, es ist Nominierung immer noch. Wir sind in der Nominierungsphase. Das ist ja schon auch so, dass Spielerinnen vielleicht nicht ganz so locker sind in bestimmten Situationen, aber das gehört eben auch dazu. Wir bereiten uns auf das Spiel vor gegen Sambia. Wir wollen ein gutes Spiel machen. Das letzte Heimspiel vor der WM, da wollen wir noch mal ganz viel mitnehmen. Dinge festigen, also wir haben noch Themen, aber wir nehmen auch noch ein bisschen was mit nach Australien. Bereiten uns jetzt auch ein bisschen vor, so in der Timeline, ein bisschen was verschieben von Essens- und Schlafenszeiten, damit wir eben auch vorbereitet sind, was dann das ganze Jetlag-Thema angeht. Da gibt es noch ein paar kleine Inputs, also uns wird nicht langweilig.